Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani RLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir hier und da ein paar Missionen für Freezers Armee, Namek und für Mr. Satan erledigt, glaube ich. Ja, doch, haben wir auch. Und jetzt machen wir weiter in der Story. Wir sind immer noch auf Namek. Wir müssen jetzt die Freezer-Saga endlich mal beginnen. Das heißt, Freezer kriegt jetzt aufs Maul. Und ja, los geht's. Dieser Trunks, er ist nicht unbedingt das beste Vorbild für die Neuen. Er arbeitet hart, aber es kann ihm schwer fallen, Dinge zu beenden, ob er wohl eher nach seinem Vater oder seine Mutter kommt. Ach egal, hast du es bei Zeit, Bruder, zu gehen, um den Kopf frei zu bekommen? Ja. Und die Dragon Balls haben wir gerufen, genau. Okay, dann lass uns zur Zeitkammer gehen. Ich frage mich, ob ich Ihnen wie Merlin sprechen soll in Kingdom Hearts. Gehen wir zur Zeitkammer. Und dauerhaft stottern einen Idioten. Aber jetzt muss ich das, glaube ich, nicht machen. Was? ターレスとスラックもおるじゃろうし、なかなか骨が折れそうだわい。トランクスたちは先に行ってミラノに行方を追ってるわ。この前はちょっと格好悪かったけど。 Er hat sich irgendwie so komisch verabschiedet im ersten Teil. Den haben wir einfach nur mit einem Kampf erledigt und das war's dann für den. Und hat den Migra übernommen. Okay. Kann man denn unüberlegt jemanden verprügeln? Okay. Dann muss ich ihn überlegt die Fresse polieren. Kein Ding. Ich glaube, ich hatte schon mal Level bin. 25, wieder 5 Level höher. Ich habe dauerhaft in die Fresse bekommen in der Story beim ersten Teil, also leck mich. Zeit schon ein Nails will der Kampf. Ich glaube, hier tun wir Nail freischalten. Jetzt sehe ich das Gesundheit in einem Stück Menge und oder kämpfe eine bestimmte Zeit lang. Ja, ich glaube, das erste wird zutreffen. Ja, 762. Hi, na? Also wieder so. Guck mal, wie schnell er kaputt geht. Dann kriege ich hier von so Cyberman Mission auf Fresse. Also, bist du denn? Lass mich dich mal untersuchen. 20, okay, das kann ich doch. Ich mache ja die ganze Saga jetzt, deswegen wird eigentlich kein Problem sein. Ich hätte auch so keine Chance gehabt. Schon kaputt. Oder auch nicht. Noch mal. Ja klar. Was mache ich denn hier? Okay. Ja, super. Wir können doch durch die Zeit reisen. Können wir uns nicht 5 Minuten vorher importen? Meine Güte. Und der ist richtig angepisst.
Du miese kleine Sau, ja. Vegeta schreit. Jetzt höre ich Krillin. Was zum Teufel, der war doch vorher auch mein Meister. Ich verstehe das nicht. Hat doch schon 3 Missionen von erledigt. Der muss doch mein Meister sein. Ah, das kotzt mich jetzt so an. Ich habe so viele Kämpfe gemacht. Ich dachte, die ganze Zeit, da wird es nicht offscreen füllen. Aber hat es doch. Und ja, jetzt. Boah. Schon längst einen anderen Meister nehmen können. この時間のない時にわざわざ戻って来させるなんて、お前何考えとるんじゃ。はい、じゃあこれね。もう一回言ってらっしゃい。は、は。だから簡単な話よ。もう一回今度は少し前の時間にタイムスリップ。いや、人から言った。 Das habe ich vor 5 Minuten gesagt. なんとなく世界気がするぞ。何バカなこと言ってるのよ。 Bin ich gut, dass die immer meine Pläne durchsetzen, die ich 5 Minuten vorher sage. Sind die schon mal passiert in dem Spiel? Okay, sehr gut. Das ist auch schon mal passiert, oder? Ja. Ne, müsst ihr ja Thales kennen, ne? Und Slug eigentlich auch. Die waren ja schon vor Freezer. Obwohl, die Filme kann man nicht. Die Filme sind wirklich unmöglich, in irgendeinem Punkt hier in der Geschichte reinzupacken. Besonders der Film. ドラゴンボールで命を繰り返せば、いずれフリーザも見らん。俺を止められなくなる。無論カカロットも敵じゃない。全宇宙が俺に跪きつくのだ。 Danach, wenn man Bösewicht zusammenpaart, ne? Ja, Dito. まずはこいつを片付けるか。まあいいだろう。俺たちの邪魔をしたことを後悔させてやろう。ナイスフタニベレアフロシテ。 Hey, da steigen die auf Vegetarier um. Dann sind die auf einmal viel stärker. Vor allem, dass die immer nur ein bisschen nehmen, ne? Statt hier das ganze Teil zu fressen. Würde wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen von der Stärke her. Guck mal, Bild von Thales. Wie soll man denn hier eine 45er-Kombo schaffen? Bestimmt irgendein Angriff oder so, der voll viel 45er-Angriffe macht, ne? Voll viele Angriffe. Ich muss mal wieder den hier machen, aber die teleportieren sich ja die ganze Zeit da raus. Das ist eine Kack. Oh, was für ein Vergleich. Ameisenhügel neben einem Berg. Zieh ihn schon wieder nicht ab. Okay. Da komm du, ey. Wurf. Ah. Die Neustadt erfordert sich mal. Ja, mal aufhören, wenn der Aufnahme immer zu passieren. Ja, daneben. Nein. Oh ja, boah.
Ich darf so lange machen, wie ich will. Oh, kann ich den Ausgang wieder nicht erleben? War nicht mit ihrem Dialog fertig sind. Hey, aber ihr könnt mir noch Schaden machen, oder wie? Weiß ich nicht. Ich nicht. Ja, ich krieg schon nie im Leben eine 45er von wohin. Ja. Okay, viel zu stark hier, die sind viel zu kaputt, ja. Ja, jetzt alles kaputt gehen? Ja. Nicht wahr sein. Ah, aber ja. Da oben passiert. So, oh mein Gott. Das hat länger gedauert, als es eigentlich sollte. Ja, ich glaube, ich brauche. Oh, hallo. Ja, super. Nochmal kämpfen. Du hast mich angegriffen. Oh, da ich hab gerade aufgestoßen, ich wollte eigentlich schreien. Oh Gott. Da kommt mein Ich aus dem ersten Teil. Hi, Drunks. Ihr habt schon wieder voll AP. あの人に任せておけば大丈夫です。ヘガビーム。こっちを先に片付けましょう。ああ。 Ich muss halt noch irgendwie angewöhnen, ja, Techniken danach einsetzen. Ja, super. Was sagt der? Ohne Kick-Explosion Angriff. Ja, ich kann die Angriffe nicht mehr so schnell einsetzen wie im ersten Teil. Stört mich voll. Kannst du nicht direkt einsetzen. Muss immer so ein bisschen warten, bis ich mich teleportiert habe. Ja, voll kacke. Ja, wo ist er an? Muss mal warten. Will mich eigentlich mal so hinter den teleportieren, nachdem ich ihn weggestoßen habe, und dann kann man ja mehr einsetzen. Ja, funktioniert nicht. Ja, kann ich so schnell einsetzen, das kotzt mich mal an. Gehen wir im ersten Teil. Wuff, wuff. Wuff. Aber ja, oder stehen oder auch nicht. Sehr gut. Wenn ich mal treffe, fühlt sich das richtig gut an. Er trifft es nie so oft. Weg, sehr gut. Und dann kann man ja mehr Arm machen, was soll das? Ich glaube, die sind tot.
War ein kurzer Auftritt. In dem so ist. Ja, ich weiß, du bist stolz auf mich, Krillin. So, jetzt würde ich mal gerne die Freezer-Saga weitermachen. Wir haben irgendwie noch nicht viel von Freezer gesehen, außer einem Kampf gegen Nail. Das ist einer der unoffizielleren Kämpfe. Aber ich glaube, ich mache das so lange, bis ich die Freezer-Saga heute fertig habe in dem Part. Also könnte ein bisschen länger dauern, glaube ich. Verdammt. Wahrscheinlich kommen die auch noch dazwischen. Ja, ich frage mich, ob ein paar Kämpfe dann geskippt werden. Da muss man jetzt gegen jede Form von Freezer kämpfen oder wenn man direkt gegen die finale Form oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Vor allem, dass sich ja die Geschichte wieder ändert. Ich glaube, da werden bestimmt einige Formen geskippt. So ist es, hat viele Formen, oder auch nicht? Oder auch doch? Okay, ist eigentlich ehrlich gesagt besser. Das heißt, die Sache dauert nicht mehr so lange. Der Part wird sehr kurz. 5 gegen 1, was willst du? Aua. Die ganzen anderen Formen werden wahrscheinlich erst der Parallelquest und so aktiviert, ne? Die Welt von denen fast gleich wie meine. Ich verliere schon wieder kein AP. Ich muss mal auf die Dialoge hier konzentrieren. Aber wenn die nicht ausweichen würden, dann würde ich das schaffen, die 45er Promo zu machen. Ja, ich sehe, das kriegen keinen Schaden. Wie lange denken die eigentlich, bis man hier, wie man hier kämpft, ey? Ja, selbst wenn ich jetzt Level 10 oder so wäre, würde der Kampf noch nie in dem so lange dauern. Ja, das ist ein bisschen nervig gemacht. So irgendwelche Gegenstände, die ich einsammeln kann, als auch voll schwachsinnig hier. Level 10, ich kann mir nicht vorstellen, mal mit Level 10 hier reingehen muss. Ach, muss ich warten, bis Vegeta erledigt wird oder was? Aber ich bin ja auf einmal allein, was mit den anderen allen passiert. Ja, muss das richtig abgetimt machen. Ja, nein, ich hab doch. Oh Gott. So, das hier. Da kommt jetzt ein Todesball ein. Ich glaube, ich sollte die Story doch sehr weit erstmal weitermachen. Ich glaube, ich musste hier sehr viel länger kämpfen. Aber macht auch keinen Sinn. Thales und Slap waren zum Beispiel richtig gut abgeteilt auf mein Level. Warte, mein Sohn, mein Planeten oder mich? Ja. Okay, mache ich schon. Du meinst nicht? Du meinst Freezer, damit er Vegeta hier begraben kann. Aber ich möchte beschützen, oder wie? Er ist überhaupt nicht auffällig. Er plant auf jeden Fall nichts. Oh mein. Achso, den Angriff hatte ich noch gar nicht ausprobiert. Letzter Schlag, glaube ich. Okay.
Oh Mann. Da kommen wir schon zu einem Kampf gegen 100% Freezer. Geht doch schneller, als ich gedacht habe. Gut. Auf und davon. Oder vielleicht bin ich einfach nur genial geskillt. Das könnte ja auch sein. Ich mein Attribut so geil verballert. Ich glaube, hier sind einige exakt gleiche Szenen wie im ersten Teil. Oder war vom Trailer. Die Szenen kommen mir so bekannt vor. Jetzt ist er angepisst. Ah, die Szene, die unsere Kindheit geprägt hat. Als ich da zum ersten Mal gesehen habe, wie Son Goku sich in Super Saiyajin verwandelt hat, da war ich einfach weg. Sehr gut. Ich will auch ein Super Saiyajin werden. Ernsthaft, ich will auch ein Super Saiyajin. Sag. Das Level ist Son Goku. Muss ja ein höheres Level sein. 20. Was? Wir sind ja noch nicht auf uns zerstört, Namek. Ich meine, danach geht's noch weiter. Das ist ja Satans Song, kann ich lange vergessen. Jetzt konnte er seinen Namen nicht sagen. Jetzt ist Namek zerstört, ne? Okay. Ich konnte seine Rede nicht zu Ende machen. Super Saiyajin. Son Goku da! Ich bin der Beschützer des Omniversums. Ich bin der Schinken für alle, die... Ich bin der Schinken im Kühlschrank für alle, die in Hunger schreien. Oh, hallo, Cola. Was macht denn der? Ja. Freezer. Ja, kann zwei Kräfte schwinden. Was ist das jetzt hier? Die Cola-Saga oder was? Will ich eigentlich? Mehr ich will Cola. Cola vierte Form. Was ist das denn für eine Verarschung? Mein ja. Wenn sie einfach Cola und Cola finale Form nehmen können. Weil es fragt sich jeder, was ist denn seine erste, zweite und dritte Form? Aber die gibt es ja nicht. So, aber die gibt, weiß ich nicht, aber. Gibt's bestimmt, aber jedenfalls kam die nie vor. Wuff, ach man. Na, dann tue ich einmal abblocken, ne?
Nein, Abwehrbrecher müsste ich machen, um 45er Kombo zu machen. Nein, ich bin die Lava. Ja. Was ist das? Ah, okay. Geht's dir gut, Son Goku? Ich habe hier so ein paar Probleme. Oh, er geht in die 100% Form oder in die finale Form. Also, Goku müsste halt eigentlich jetzt ein ausgerichteter Kampf sein, weil als Super Saiyan hat er ja Freezer voll fertig gemacht. Doch, Mann. Was war das denn? Was hast du denn gemacht mit mir? Mann, ich habe mich nicht hochgehalten, ne? Dann für eine Verarschung. Boah. Ja, gefällt mir. Ich wollte eigentlich, als ich den ausgeht habe, den einen angefahren. Wenn ich einen von ihm die Fresse gebe. Oh Mann. Hilfe. Tschüss. Mach mal, Mann. Boah, jedes Mal werde ich getroffen, nachdem ich geheilt werde. Haha, getroffen. Wir machen wir viel zu viele Seitwärtsschritte. Auch machen. Hey! Nein! Oh, jedes Mal! Ich krieg ja voll aus. Vorhin habe ich noch gesagt, das ist voll einfach, ne? Da kommen wieder solche Kämpfe. Oh, wenn ich nicht Super Saiyan hier nachbekomme, ne? Ah, nee, ich muss doch ein paar D-Quests oder so machen wieder. Vor dem ersten Teil war richtig nervig. Weiß ich noch. Okay. Kein Key. Aber ich hab den ja. Wurf. Wurf, 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 wurf. Oh nein. Was ist das? Fang. Oh nee. Nicht die Supernova. Wurf. Nein. Was ist das? Oh, jetzt echt. Boah. Hab mit meinen Ausweichangriff. Und der hat ja noch gar keinen Schaden. Ey. Was ist das denn? Son Goku, was zum Teufel? Dann kannst du mal ihn aufhören, aus meiner Kombo rauszuhauen. Ja, weiß er, wird dir aber trotzdem. Wie viel er noch hat? Buff, buff, buff. Ja, ich doch nicht mal levelt, ey. Dann kommt wieder so ein Kampf, ne? 25. Genau wie ein Fallout. Ich denke mal, ich bin zu stark. Bin dann am Verrecken. Mann, nein, 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 nein. Alter, lass mich doch in Ruhe. Alter, ich verliere jetzt hier echt, ne? Lass mich doch mal jetzt in Ruhe. Alter. Alter, das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist aber ein Scheiß jetzt. Boah. Junge, ehrlich. Ja, geh mal zum Zeitnis zurück und leveln auf. Boah, ey, Junge. Weißt du, cooler? Fast kein Problem. Und dann kommt Freezer und ich kann schon wieder nichts machen. War schon. Oh, ey, Junge. Ja, ich weiß auch aus. Wer labert da gerade? Oh, das kommt mir jetzt noch ein bisschen an. Oh, ich will halt noch in dem Part schaffen hier. Egal, wie lange das dauert. Ich möchte Struktur haben in meinem Part. Mein Gott. Also erst kein Problem, dann
tut mich Freezer ja voll vernichten. Das ist die Verarschung, ey. Ja, okay, so. Ja, pff. Ich darf nichts hier machen, ey. Alter. So, komm. Erstmal dich ein bisschen schwächen. Also, ich habe noch zwei Heil-Items eingesetzt, ne? So. Was geht erstmal auf dich? Warum mir auf die Nüsse gehst? Soll nicht wahr sein, ey. Du hast ja sowieso. Alter. Ich muss schon sagen, wenn du schon wieder einen Abwehrdurchbruch machst, ey. Hey, was soll das? Meine Güte. Junge. Chill mal. Ja, der Block einfach. Alter, die Gegner, ne? Guck dir dann an, ich kann nichts machen. Blocken kann ich auch nicht, weil er voll locker meine Abwehr durchbrecht. Oh, willst du mich hier verarschen? Kann ich auch mal was machen jetzt? Ah, oh, ey, Junge. Boah, nicht schon wieder. Ja, das ist denn da für ein Scheiß? Ja, das ist toll. Ich hab auch schon gesagt, boah. Ich hab da an. Okay. Keine Freezer-Saga. Mach mal Parallelquests. Um stärker zu werden auf Level 40 oder irgendwie sowas. Weil ich ja schon wieder auf die Fresse krieg. Gut. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst einen Daumen nach oben oder ein Abo, einen Kommentar oder irgend so ein Scheiß. Ich beende den Part hier. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.